Ich möchte mir mit euch heute gerne nochmal ein Video vom guten Neffens anschauen. Und zwar über die Kryptos für den nächsten Bullrun 1000% und mehr. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir da von 1000% Profit sprechen. Und das wäre natürlich schon eine Hausnummer. Eine Verzehnfachung des investierten Geldes. Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so häufig auf diesem Kanal oder bei mir auf den Socials unterwegs waren, Neffens, auf den hatte ich in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal reacted und gerade beim Thema Juicy Fields damals auch sehr viel zu seinen Videos gesagt und schätze den eigentlich als einen ziemlich seriösen YouTuber ein. Der nimmt eigentlich eher Projekte auseinander und klärt über potenzielle Scams auf, als dass er jetzt hier wirklich irgendwelche Shitcoins promoten würde oder so. Und gerade deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was er jetzt hier für Projekte auf dem Schirm hat, mit denen man 1000% Profit machen könnte, als jemand, der sonst eher weniger ein Video macht über Projekte, die 1000% Profit machen könnten, sondern eher aufklärt über andere YouTuber, die solche Videos machen, wo es aber nur Müll ist. Deswegen schauen wir rein. Kryptobörse Coinbase hat mittlerweile einen Milliardenverlust vermelden müssen und die ganzen Kryptowährungen, Tokens, Coins und Projekte, die haben sich in den letzten Wochen und Monaten eher schwer getan. Nach der Credit Suisse sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Da konnten Kryptowährungen massiv profitieren. Die Frage ist allerdings so abseits von den Mainstream-Kryptowährungen, was gibt es denn so für Projekte, Coins, Tokens, NFTs, die sich noch lohnen könnten, wo man richtig, richtig Kasse machen könnte? Das möchte ich in diesem Video einmal beleuchten, möchte das Thema aufbauen, darauf hinleiten und dann am Ende mal schauen, welche Coins, Projekte und Tokens sich denn hier noch lohnen könnten. Achtung, Achtung, nicht Bitcoin, Ethereum, Ripple oder sonst irgendetwas, sondern es geht mir tatsächlich um die kleineren Projekte, um die vielversprechenden Newcomer der Branche. Kryptos, NFTs, Tokens, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, so rückblickend wird das Jahr 2022 auch in die Kryptogeschichte eingehen. Okay, also auch da schließe ich mich völlig an. Man kann natürlich, das ist jedem selbst überlassen, hier keine Finanzberatung, keine Kaufempfehlung, natürlich auch in Bitcoin, Ethereum und so weiter investieren. Aber da ist es halt rein statistisch unwahrscheinlicher, dass man jetzt nochmal 10, 20, 30x macht, als bei irgendwelchen kleineren Projekten. Dafür ist es aber logischerweise bei kleineren Projekten auch wahrscheinlicher, dass sie den Bach runtergehen. Muss man jetzt selber wissen, mehr Risiko heißt mehr Potenzial für Gewinne. Und somit, wenn wir hier von solchen Prozenten realistisch sprechen wollen, ist man halt sehr schnell auch automatisch bei kleineren Projekten. Nämlich als das Jahr, wo Zinsanhebungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank dazu geführt haben, dass Geld teurer wird und Kryptowerte, Kryptoassets und Kryptoprojekte hier massiv an Wert und an Boden verloren haben. Wenn man sich das letzte Jahr mal anschaut, dann gab es dort sehr, sehr viele Ungereimtheiten, sehr, sehr viele Verluste und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Betrügereien, wo die Leute im Nachhinein gesagt haben, Mensch, wie konnte ich mich denn eigentlich darauf einlassen? Eigentlich war es ja mehr oder weniger von vornherein klar. Das heißt also, man sollte jetzt dafür Sorge tragen, dass man nicht wieder auf die nächsten Sachen reinfällt, sondern mal genau schaut, was könnte sich denn wirklich lohnen und wo kann man vielleicht auch langfristig profitieren. Nicht, dass es wieder schnell rein, schnell raus ist. Wer das machen möchte, kann das natürlich sehr, sehr gerne tun. Aber im Regelfall geht es ja den meisten Leuten darum, hier nicht zu traden, schnell rein raus, sondern Projekte zu finden, die sich langfristig wirklich rechnen können und wo man langfristig investiert bleiben kann. Das führt bei näherer Betrachtung zu einigen Problemen, die wir in der Vergangenheit immer wieder bei irgendwelchen Kryptoprojekten gesehen haben. Zuallererst wäre da natürlich so ein bisschen die Frage nach dem Use Case. So ganz am Anfang, als ich die ersten Videos zu Kryptoprojekten gemacht habe, gab es de facto bei vielen Sachen überhaupt gar keinen originären Use Case, sondern der Use Case war, irgendwelche Füllwörter angereichert mit Blockchain, Bitcoin und so weiter, wahlweise auch NFTs, Kryptos und Dezentralität und so weiter und so fort. Ihr kennt die Schlagwörter auch. Das hat man dann auf eine Internetseite gepackt und dann den Leuten erzählt, das wird revolutionär, das wird richtig, richtig toll. Hin und wieder war auch die Rede davon, dass man eine Wallet aufbauen will und im Bereich der dezentralen Finanzen die Zukunft mitgestalten will. Vor allem hin und wieder ich kriege heute noch so viele Kooperationsanfragen von solchen Projekten, gerade irgendwelchen komischen Wallets und Staking-Seiten. Und die lassen auch nicht locker. Manche schreiben mir echt jede Woche erneut eine Mail, obwohl ich nie antworte. Es ist wirklich traurig und immer mehr Leute fallen tatsächlich oder immer noch fallen einfach sehr viele Leute auf sowas rein. Und es tut schon weh, deswegen wichtig, dass es halt auch Leute gibt, die aufklären, wo ich halt auch ihn sehe, wo ich hin und wieder, wenn auch nicht so häufig, auch mal mich sehe. Und ich bin echt gespannt, was da kommt. Konkrete Sachen, ein konkreter Use Case, der war am Anfang relativ rar. Das hat sich dann über die Zeit geändert. Die nächsten Kryptowährungen, Kryptoprojekte, die dann hochgekommen sind, die hatten dann schon irgendwie einen Use Case, da war was zu erkennen. Dieser Use Case war allerdings so umfangreich, dass, wenn man sich, sage ich mal, ein bisschen damit beschäftigt hat, die Frage immer im Raum gestanden hat, wie wollen die das eigentlich mit einem super kleinen Entwicklungsteam, sofern es diese Entwicklungsteams überhaupt jemals gegeben hat, das ist ja auch immer so eine Sache, wie wollen die das überhaupt bewerkstelligen? Wo soll das ganze Wissen herkommen? Wo soll das Know-how herkommen? Und wo soll überhaupt das Geld herkommen, wenn man die Leute damit geködert hat, dass hier wundersame Renditen ausgeschüttet werden soll? Nur mal so zur Info, ich rede so von wundersamen
erwartbaren Renditen so ab 10% aufwärts pro Jahr. 10% aufwärts pro Jahr ist für ein junges Unternehmen, für ein aufstrebendes Unternehmen, und ihr kennt meine Meinung dazu, eine absolute Letalmutation, wenn diese Renditen ausgeschüttet werden sollen und wenn die Leute nicht daran gehindert werden sollen, hier Kasse zu machen. Ein junges, aufstrebendes Unternehmen zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie jeden Cent umdrehen müssen, um zu wachsen. Und da kann ich nichts schlechter gebrauchen, so aus unternehmerischer Sicht, als wenn die Leute dann anklopfen und ihre Gelder abziehen und ihre Gewinne realisieren wollen. Aber selbst wenn man den Use Case bejahen kann, ist für mich persönlich immer noch die Frage, warum macht man das in einem grauen Kapitalmarkt? Ein grauer Kapitalmarkt ist nicht reguliert. Das ist bei Kryptowährungen bis heute der Fall. Wir haben das jetzt so in den ersten Anfängen, aber eine wirkliche allumfassende Regulierung, allumfassend jetzt vielleicht nicht, aber eine umfassende Regulierung, dass die Rahmenbedingungen klar sind, wer sich wann an was zu halten ist, was überhaupt eure Rechte als Tokenbesitzer, als Coinbesitzer, als NFT-Besitzer sind, das haben wir bis heute nicht. Und es stellt sich die Frage, warum so viele junge, aufstrebende Unternehmen mit vermeintlich jungen, vermeintlich aufstrebenden, vermeintlich ehrlichen, vermeintlich total erfahrenen Leuten dahinter hier in diesen grauen Kapitalmarkt gehen. Das hat sich mir nie erschlossen und es erschließt sich mir bis heute nicht. Und was auch sehr, sehr auffällig ist und was ich nicht verstehe, beziehungsweise ich verstehe es schon, die Frage ist, ob derjenige, der hier investiert, so bereitwillig das auch versteht, warum man sich über Social Media, zum Beispiel YouTube, zum Beispiel Instagram, ganz gezielt an private Endkunden wendet. Das macht aus unternehmerischer Sicht nach wie vor, bitte lasst euch nichts anderes erzählen, auch wenn es sich toll anhört, das macht aus unternehmerischer Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Denn der private Endkunde... Es kommt halt drauf an. Also bei vielen Krypto-Projekten ist es halt auch einfach so, dass... Naja, die älteren Generationen, irgendwelche komischen Hedgefonds und so weiter, da halt einfach auch nicht so interessiert sind, weil die davon keine Ahnung haben. Und das sieht man ja auch mittlerweile sehr deutlich, denn die größeren Investoren, die größeren Hedgefonds und so weiter, die jetzt tatsächlich auch in neue Krypto-Projekte investieren, auch irgendwelche Launchpads und so weiter, das sind halt auch eigentlich dann immer sehr junge Leute, die diese Investmentfonds leiten oder diese Investoren halt einfach auch selbst sind teilweise. Also mittlerweile, ja, gehe ich mit, da macht es schon echt viel Sinn, sich auch an größere Investoren zu wenden, aber in der Vergangenheit, da halte ich es für unfassbar wahrscheinlich, wenn du jetzt echt zu einer Bank gegangen bist oder irgendwelchen klassischen Investoren, dass sie einfach gesagt haben, was, Blockchain, was willst du da von mir? Und das ist ja so ein neues Thema gewesen und auch so ein komplexes Thema, dass du da jetzt nicht mal so einen Pitch à la Shark Tank in 90 Sekunden machen kannst und dem erstmal 70 grundlegende Prinzipien, ein halbes Buch erklären müsstest, damit du überhaupt im Ansatz verstehst, um was es da geht. Also den Punkt, da gehe ich jetzt persönlich nicht so krass mit, aber ich verstehe schon, wie er überhaupt auf den Gedankengang kommt. Kann mir als Unternehmer nichts bieten, außer halt ein bisschen Geld. Der eine gibt mal 100 Euro, der nächste gibt 1000 Euro, wieder einer gibt vielleicht 10.000 Euro, weil er besonders mutig ist. Aber abgesehen davon, was Venture-Investoren mir auch geben können, nämlich Kapital, in einer großen Summe und mehr wahrscheinlich, als es viele private Endkunden jemals könnten. Es macht keinen Sinn, dass ich mir private Endkunden als Sponsoren, als Finanziers suche, denn sie haben keinerlei Wissen, keinerlei Fähigkeiten, die sie in mein Unternehmen einbringen können. Das nächste, was immer wieder auffällig war und was am deutlichsten hervorgekommen ist bei meinen Videos zu WeSendIt und TMNG, ist, dass viele, viele Leute offensichtlich nicht die entscheidenden Fragen stellen, nämlich nach Umsatz, nach Gewinn, nach Kundengröße, nach bezahlender Kundschaft und nach den ganz konkreten Hintergrundinformationen, wie genau dort die Gestaltungen sind. Denn es ist wichtig, genau das zu wissen oder abschätzen zu können, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn macht ein Unternehmen. Ist das, was die mir hier erzählen, wirklich realistisch oder sind das eher so Ideen, Visionen, die sich dann als Luftschloss entpuppen? Das ist wichtig, das zu wissen als Investor. Und ich hatte da durchaus den Eindruck, dass viele sich sowohl diese Fragen überhaupt gar nicht stellen, weil man ja viel lieber dieser Illusion erliegen möchte. Und wenn jemand diese Fragen stellt, ich zum Beispiel, dass man dann durchaus bereit ist, hier auch unterstellen. Auch da gehe ich wieder grundlegend mit, völlig richtig. Aber selbst bei den ganz großen Krypto-Projekten, die jetzt wirklich schon jahrelang existieren, wo Unsummen drin sind, die jetzt die absolute Mehrzahl auch von großen Investoren nicht als Scam bezeichnen würde, da fehlen diese Daten halt trotzdem oftmals. Ich glaube, die Menschen investieren halt vor allem auch, weil da halt einfach durch Hype noch so viel möglich ist und durch die fehlende Regulation. Es ist halt ein schwieriges Thema, es bringt all seine Vor- und Nachteile, aber halt auch echt sehr viele Möglichkeiten, um Leute abzuziehen, aber halt auch einiges an Vorteilen. Mittlerweile habe ich ja dann auch schon mal mit ein, zwei Projekten selbst gesprochen, teilweise auch, wo ich nie euch irgendwas drüber erzählt habe. Und es gibt schon gerade für richtig junge Unternehmen durchaus Gründe, warum sie das so machen. Also teilweise führt Regulation halt auch dazu, dass man sonst gar nicht erst starten könnte. Ich will jetzt gleich zu tief in die Materie gehen, aber es gibt schon Sachen, die dadurch einfach einfacher umsetzbar sind. Es gibt ja durchaus gerade in Deutschland viele Hindernisse. Also vor allem in Deutschland, in anderen Ländern ist es viel einfacher, auch so eine Firma, ein cooles Unternehmen aufzubauen. Aber in Deutschland, ey, wenn du da richtig was vorhast, ist es schon echt viel einfacher, das über Krypto hinzukriegen. Du sparst dir so viel Zeit und so viel Geld. Egal, ob du es seriös meinst oder nicht.
zu wollen, dass man das Projekt überhaupt nicht verstanden hat oder allgemein gar keine Ahnung hat. Nur weil man ein paar bestimmte Fragen stellt, die aus Investorensicht absolut essentiell sind. Und es macht keinen Unterschied, ob man sagt, wir beantworten diese Frage nicht, wir dürfen diese Frage nicht beantworten oder ob man dann so ein bisschen ausweichend antwortet und so ein bisschen was suggeriert oder was auch immer. Wenn es um Investitionen geht, um langfristige Investitionen, dann ist es wichtig, dass man möglichst konkret weiß, was hier überhaupt Sache ist. Wir haben also geschaut, wie das so in der Vergangenheit ausgesehen hat und welche Fragen man sich vielleicht so ungefähr hätte stellen sollen, wenn man hier in Tokens, Coins, NFTs oder was auch immer investiert. Und die Frage ist natürlich, was für Kryptoprojekte abseits der großen Projekte bleiben denn jetzt noch, die man sich mal anschauen kann, die hier auf YouTube nach wie vor vielleicht promotet werden, die bei Instagram promotet werden, auf Telegram, bei Facebook oder wo auch immer. Dazu habe ich euch ein Diagramm mitgebracht, was ich euch hier einmal einblende. Bitte beachtet an dieser Stelle noch, dass das, was ich jetzt sage, meine ganz persönliche Meinung ist. Der könnt ihr euch anschließen, der müsst ihr euch allerdings nicht anschließen. Alle Kryptoprojekte, die in der Vergangenheit auf Social Media irgendwie breitgetreten wurden oder in Zukunft oder jetzt gerade aktuell breitgetreten werden und die sich ganz gezielt offensichtlich an private Endkunden wenden, zum Beispiel im Rahmen eines Multilevel-Marketing-Systems oder eines Affiliate-Systems oder eines mehrstufigen Affiliate-Systems oder whatever, finden sich hier in diesem Renditeviereck. Unkalkulierbares Risiko, kein oder mangelhafter Use Case, Visionen aus dem Wolkenkuckucksheim, keine Ahnung, was das ist, und offensichtlich scammen alle Projekte. Also weiß ich jetzt nicht, ob man da wirklich mitgehen kann. Unkalkulierbares Risiko von mir aus noch. Ich denke mal, das trifft noch am ehesten auch auf einige grundlegend vielleicht seriöse Projekte zu, aber es klingt jetzt fast so, als würde er sagen, jedes Projekt, was sich an private Endkunden richtet und mit Krypto zu tun hat, ist halt unseriös. Und das würde ich so niemals im Leben unterschreiben. Vor allem, weil wir jetzt noch nicht mal ausschließlich von Coins und Token gesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern von allen Krypto-Projekten. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt tatsächlich so mitgehe. Das ist schon echt eine harte, harte Aussage. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was er da jetzt einordnet, weil das würde ich so nicht unterschreiben. Multilevel-Marketing, da gehe ich aber auf jeden Fall mit. Jedes Projekt, was so ein komisches Multilevel-Marketing-System hat, das ist für mich auch eine dicke, fette Red Flag. Aber jetzt einfach nur einen Affiliate-Link anzubieten mit einer Stufe, von mir aus auch zwei, das machen auch sehr viele Projekte, die jetzt alles andere als total unseriös sind. Entweder haben wir keinen oder einen mangelhaften Use Case, einen ersetzbaren Use Case, einen Use Case, der viel zu groß gestaltet ist, als dass diese kleine Firma irgendwann eine nennenswerte Rolle spielen könnte. Oder wir haben einen Use Case, wo man die Frage aufmachen kann, ist es überhaupt sinnvoll hier in den Bereich Krypto? Use Case würde ich übrigens bei Krypto-Projekten noch mit am meisten drauf schauen. Da gibt es einfach echt zu viele Projekte, die einem sehr gut erklären können, warum das ein geiles Projekt ist und wo das auch sehr gut klingt auf den ersten Blick. Aber wenn man mal genauer überlegt, dann fällt einem auf so, das klingt irgendwie schön und cool und interessant und der Zeit entsprechend State of the Art und so, aber braucht man das wirklich? Also da gucke ich mittlerweile mit am meisten drauf. Du Blockchain zu gehen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir aus Sicht eines langfristigen Investors, eines Investors, der nicht schnell rein und schnell raus möchte, der sich hier nicht mal so innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen die Taschen voll machen möchte, sondern der wirklich an das Projekt glaubt und davon überzeugt ist. Ein unkalkulierbares Risiko. Dann haben wir noch die Möglichkeit eines offensichtlichen Scams, eines offensichtlichen Betruges, auch wenn man das von vornherein natürlich nicht sagen darf, macht man sich ja rechtlich angreifbar und so weiter. Die Kryptogeschichte, obwohl sie noch so jung ist, ist voll von tonnenweisen Projekten und irgendwelchen dubiosen Machenschaften, die sich im Nachhinein als offensichtlicher Scam herausgestellt haben und die meines Erachtens von vornherein als solcher zu identifizieren waren. Und das stellt natürlich dann so die Frage, warum manche Leute das dann trotzdem so unter die Menschen bringen mit Affiliate-Links. Ich persönlich finde das moralisch mehr als verwerflich. Denn es gibt ja nur die Möglichkeit, dass die Leute, die mit diesen Affiliate-Links hier die Taschen voll gemacht haben, das entweder nicht gesehen haben, dann sind die fachlich absolut untauglich, oder dass sie es gesehen haben und das trotzdem gemacht haben. Was sie dann sind, das darf ich nicht mehr laut aussprechen. Und dann haben wir als letzte... Gehe ich mit. Anfangs habe ich das auch immer nicht so eingeschätzt, aber mittlerweile sehe ich immer mehr YouTuber, deren ganzer Kanal leider genau aus sowas besteht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt plötzlich das erst auf meinem Algorithmus habe, aber ja, bin ich bei ihm. Und wenn mal irgendwie sowas mit dabei ist, muss das jetzt direkt nicht heißen, dass es ein Unmensch ist. Ich bin selber auch in meinem Leben schon auf Scams reingefallen und habe da sicherlich auch vielleicht schon mal drüber gesprochen. Aber wenn der ganze Kanal halt nur aus solchen Projekten besteht, dann würde ich diese Person eigentlich direkt blockieren und davon komplett die Finger lassen, weil warum sollte da denn plötzlich was Vernünftiges rauskommen? Aber gut, wir gucken weiter. Es ist noch Visionen aus dem Wolkenkuckucksheim. Das korreliert so ein bisschen mit dem mangelhaften Use Case und dem unkalkulierbaren Risiko. In der Vergangenheit war es oft so, und es ist immer noch so und wird wahrscheinlich in Zukunft auch immer noch so sein, dass irgendwelche kleinen Krypto-Projekte euch irgendwas erzählen wollen von wegen, das wird ganz groß und wir werden die Einzigen und die Besten und überhaupt und wir haben irgendwann 30 Millionen Nutzer. Ja, das kann alles sein, ist aber bei näherer Betrachtung, wenn man sich mal den Markt momentan anguckt oder früher auch angeguckt hat und noch mit ins Kalkül zieht, dass jeder große Tech-Konzern hier an seiner eigenen Krypto-Infrastruktur wahrscheinlich schrauben wird. Absolut unrealistisch. Bitte beachtet nochmal, es geht mir nicht um die großen Krypto-Projekte, wie zum Beispiel Bitcoin, wie zum Beispiel
Ripple, wie zum Beispiel Ethereum, sondern es geht mir um diese unzähligen kleinen Coins, Tokens, NFTs und Projekte, die euch regelmäßig immer und immer wieder das Gleiche vorgaukeln. Zuerst komplett. Ich bin jetzt noch immer nicht ganz dahinter gestiegen, ob er jetzt hier tatsächlich von allen kleinen Coins spricht oder nur halt von diesen komischen Coins, wo halt jeder, der ein bisschen genauer hingucken kann, halt wirklich weiß, das sind Scams. Weil es gibt ja auch einfach interessante Projekte, wo vielleicht zwei YouTuber jemals drüber berichtet haben im deutschen Bereich und ja, die halt einfach da sind und durchaus interessant klingt, wo man aber auch nicht weiß, was daraus wird. Und da gibt es halt aber noch diese kleinen Projekte, die halt aber wirklich Müll sind, wo aber auch plötzlich 30 YouTuber Videos drüber machen und die alle Affiliate-Systeme haben, weil da würde ich schon nochmal unterscheiden. Aber trotzdem, laut seinem Viereck wäre ja dann tatsächlich nur unkalkulierbares Risiko überhaupt eine Sache, wo man in Betracht ziehen könnte, das zu kaufen. Weil die anderen drei Sachen, das sind ja absolute Ober-Red-Flags. Ohne Use Case, dann mit ein bisschen Use Case, mittlerweile mit hin und wieder durchaus einem interessanten Use Case auf den ersten Blick. Sobald man ein bisschen ins Detail geht, sind es immer und immer wieder die gleichen Aussagen, in die sich hier geflüchtet wird. Von Argumenten möchte ich an dieser Stelle gar nicht sprechen, denn es ist immer und immer wieder dasselbe. Zum Abschluss habe ich allerdings noch zwei positive Sachen für euch, die ich definitiv erwähnen möchte. Zum ersten, das Ganze hier bezieht sich auf langfristige Investitionen an die Leute, die wirklich überlegen, ich möchte mir 2, 3, 4, 10, 20 Projekte suchen im Crypto-Space und wirklich langfristig partizipieren, langfristig dabei sein, über die Sicht von 5, 10, 15, 20 Jahren. Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass diese ganzen 9 kleinen Randspieler entweder genau dazu verdammt sind, Randspieler zu bleiben, oder aber im schlechtesten Fall euch über den Tisch ziehen wollen. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr wirklich erfolgreich sein könnt mit diesen ganzen Coins und Tokens, und zwar kurzfristig, über kurzfristiges Rein-Raus. Das setzt allerdings voraus, dass ihr euch mit Trading auskennt. Und mit Trading meine ich nicht, dass man ein paar Striche reinzeichnet und... Ich bin echt mittlerweile sehr verwirrt. Ich glaube, ich habe hier seine Differenzierung entweder gar nicht gecheckt oder die war vielleicht auch nicht so einfach überhaupt zu checken. Weil das klang ja gerade so wie, jedes kleine Projekt bleibt entweder klein oder geht unter. Und das ergibt halt einfach keinen Sinn, weil ja, jedes Projekt war irgendwann mal klein. Warum sollte denn jetzt nie wieder S1 nach oben schaffen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zum Beispiel Steppen oder so war doch vor ein paar Jahren auch nichts und hat es dann sehr weit hoch geschafft. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Projekt ever. Will ich überhaupt nicht behaupten, aber das würde ich jetzt auch auf keinen Fall als kompletten Scam bezeichnen. Also, Und sich dann überlegt, wo sind denn gute Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte? Sondern, dass man wirklich auch das gesamtpolitische Umfeld mit beachtet. Ich habe hin und wieder darauf hingewiesen, dass Trading oftmals von Leuten so verkauft wird, dass man nur ein bisschen Chartanalyse machen muss und dann ist das Ganze supi toll. Das ist beileibe nicht so. Trading ist ein gottverdammter Tagesjob. Da muss man viele Sachen beachten und man muss das Ganze können. Und die zweite positive Nachricht ist, dass der Tag nicht mehr weit sein wird, wo Kryptoregulierung umgesetzt wird in der Europäischen Union und auch in Amerika. Und spätestens dann wird sich zeigen, wer es wirklich ernst meint und wer es nicht ernst meint. Und dann kann man auch erst abschätzen, welches Projekt, welche Blockchain, welche Kryptowährung, welcher Coin, welcher Token, welche NFTs langfristig wirklich das Potenzial haben, hier dabei zu sein und einen Mehrwert zu generieren. Denn am Ende geht es bei... Okay, ich finde es trotzdem ein bisschen schade, muss ich sagen, dass ich jetzt hier auch irgendwie gar nicht an den Titel gehalten wurde. Das war ja dann durchaus schon recht clickbaity. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich habe schon in manchen Videos durchaus ein bisschen mehr verstanden, was er meint, als hier. Aber die grundlegende Message ist ja jetzt auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, der Mann versucht ja auch nur Leuten zu helfen, nicht auf irgendwelchen Mist reinzufallen, ihr Geld beisammen zu halten, nicht gescammt zu werden. Und das supporte ich hundertprozentig, auch wenn ich jetzt hier zeitweise dicke Fragezeichen hatte oder bei ein, zwei Punkten halt auch gar nicht seiner Meinung war. Aber im Großen und Ganzen muss ich weiterhin sagen, finde es überhaupt nicht schlecht, was der Mann macht. Fand es jetzt hier nur ein bisschen schade, da ich schon etwas völlig anderes bei diesem Titel erwartet hatte. Aber gut, gerne mal eure Meinung in Chat, in die Kommentare. Vielleicht habe ich es auch völlig falsch verstanden. Vielleicht sieht der gute Nerfitz das Video ja auch selbst. Dann auch gerne mich mal kontaktieren. Irgendwie gehe ich hier mit einem sehr leeren Gefühl gerade raus. Ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Weil Message gut, aber sonst bin ich, glaube ich, nicht so hundertprozentig hintergestiegen, was jetzt hier Sinn und Zweck war und was er exakt meint. Aber wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare.